Ja, der neue Caddy hier in dieser Sonderversion, Sondereinstiegsversion Move. Ich kann mich noch richtig genau daran erinnern, als ich zur Fahrpräsentation eingeladen wurde, des Vorgänger-Caddys. Da hat man schon ganz schön viel gemacht und der war auch schon am Höchststand seiner Zeit. Das war eine echt gute Fahrzeugform, Fahrzeugarchitektur und vor allem Ausstattung, die man da bekommen hat. Und jetzt ging das alles nochmal auf den Prüfstand und wurde nochmal umfassend geupdatet. Wir werden gleich in die Details nochmal gehen. Vorab herzlich willkommen bei automotiv.de. Wie immer, mein Name ist Benjamin. Wir werden das Auto hier in Costa Azul, so heißt es, kostet, wenn man den Move bestellt, rund 600 Euro nochmal Aufpreis, aber ist eine schöne Metallic-Farbe und wirkt natürlich auch mit dieser ganz normalen und ganz stämmig daherkommenden Front hier mit diesen Leisten. Wir haben eine Chromleiste hier an der Front und auch eine, ja, die so ein bisschen aussieht wie eine beleuchtete Leiste, aber es ist nicht beleuchtet. Es sind nur die Scheinwerfer, die hier noch diese Signatur drin haben, diese LED-Signatur hier vorne. Und diese Scheinwerfer hier sind voll LED-Scheinwerfer. Und da unten, da haben wir das Größte, was überhaupt passiert ist hier. Es sieht mal ganz anders aus durch diese neue Struktur hier unten in diesem Ansaugtrakt. Das ist natürlich alles nicht serienmäßig. Das bekommt man alles erst ab einer bestimmten Ausstattungslinie. Erst ab Live kann man sich das so dazu holen und dann ist es natürlich in dieser Move, die noch ganz darunter ist, ganz knapp darunter unter der Stylus. Und Stylus ist dann die höchste Ausstattungsvariante. Und in Caddy, da fängt es dann an mit einem Grundpreis von 26.000 Euro. Und dann geht es so in 2000er Schritte vom Grundpreis mit dem Basisbenzinmotor hoch. Das heißt, wir sind hier dann bei 28.000 Euro bei dem Live und bei knapp 30.000 Euro mit dem Move. Und diese Style-Ausführung, diese Top-Variante dann nochmal, die ist dann bei knapp 32.000 Euro. Ja, starten tun wir bei dem Auto mit Benzinmotor eben bei diesen knapp 30.000. Wenn wir den großen Diesel haben mit 90 kW, den haben wir jetzt hier da drin verbaut mit Vorderradantrieb. Allrad gibt es ihn noch nicht, kommt aber bestimmt bald. Dann haben wir hier einen Einstiegspreis von knapp 34.000, 35.000 und so wie er hier steht mit all dieser Sonderausstattung, die ich Ihnen aber auch nochmal auf automotiv.de hochlade. Da haben wir dann einen Preis von knapp 42.000, 43.000 Euro. Das ist schon ganz schön viel für ein Nutzfahrzeug, das muss man auch gleich von vornherein sagen, aber wir zeigen ja hier nur auch mal die Ausstattung, die für Sie möglicherweise in Frage kommt. Hier haben wir 17 Zoll Felgen, die sind integriert in diesem Move-Paket, in dieser Move-Ausstattungslinie. 18 Zoll können wir maximal drauf schnallen, die hat er auch hier im Sommer, wenn hier steht er noch auf Winterrädern. 18 Zoll Felgen, mehr geht aber auch nicht. Beim Golf, das Auto steht ja auch auf der MQB-Plattform, komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil wir hier noch ein anderes Fahrwerk bisschen drin haben als beim Golf zum Beispiel und eine andere Motordämmung. Aber das Auto steht auf dem MQB, das heißt, man kann hier alle Komponenten im Prinzip dran schnallen, die auch am Golf gehen oder an anderen Derivaten des Konzerns, am Audi A3 und so weiter. Hier Maximum, wie gesagt, nur 18 Zoll Räder und hier die Scheinwerfer. Jeder, der sich gewundert hat, was ich nicht gesagt habe, sind Matrix-LED-Scheinwerfer. Nein, sind es nicht, es sind keine IQ-Light-Scheinwerfer, die hat Volkswagen, also die Muttermarke, Volkswagen-Nutzfahrzeuge nicht spendieren wollen. Ja, MQB, das mal gleich nochmal angesprochen, damit wir es nachher nicht vergessen. Ich werde mal die Haube vorne aufmachen. Wir haben hier einige Motoren, die es auch im Golf und in anderen MQB-Varianten und Derivaten gibt. Die haben wir auch noch. Das heißt, wir haben die Dieselmotoren, die 2 Liter und auch die Benzinmotoren. Wir haben hier in diesem Modell den 2,0 Liter Dieselmotor mit 90 kW drin und einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das sieht alles immer gleich aus in den ganzen MQB-Autos. Der Motor ist gut, den kennen wir auch schon. Der hat eine enorme Leistung, auch 320 Newtonmeter Drehmoment. Damit kann man schon echt was anfangen für 1,7 Tonnen, die das Auto hier wiegt. Ein bisschen darüber mit Fahrer. Kann man da wirklich was mit anfangen. Wenn das jetzt noch einen Allradantrieb irgendwann bekommt, das Auto, dann kann man damit auch ordentlich ins Offroad gehen. Zuglast, auch das gleich vorneweg, haben wir 1,5 Tonnen. Das hat sich nicht wahnsinnig unterschieden zum Vorgänger-Caddy.
aber nach wie vor ist das auch eine gute Sache. Ihn gibt es auch mit 6-Gang manuellem Schaltgetriebe, aber nicht diesen Motor, sondern nur die Einstiegs-Benziner-Motorisierung und die Einstiegs-Diesel-Motorisierung mit 75 kW. Dann, die ja minimal schwächer ist als die jetzt hier, aber mit der man sicherlich auch gut zurechtkommt. Denn es bleibt und ist ja ein Nutzfahrzeug. Wir werden nachher auch gucken, wie es hier fährt. Und ich habe gesagt, Fahrwerk ist auch eine Nummer, die hier anders ist als beim Golf. Hier ist es weitaus weniger komplex natürlich. Hier hat man ein bisschen Komplexität weggelassen und so. Und das spürt man auch beim Fahren, dass einfach der Vorderwagen nicht ganz so harmonisch und nicht ganz so flüssig alles funktioniert wie beim Golf. Es fährt sich eben wie ein Nutzfahrzeug, aber nicht wahnsinnig schlechter. Immer noch sehr, sehr gut und sehr, sehr harmonisch. Ja, es gibt ihn, wenn ich jetzt hier an der Seite stehe, es gibt ihn mit zwei Radständen. Eine 2970 mm Version, eine kleinere, eine knapp 2,74 Meter Version, das ist die kleinere. Hier die ganz normale, die kann man im Konfigurator dann schön auswählen, steht auch immer dabei, welche man denn haben möchte. Und überhaupt gibt es ja vom Caddy ja schon immer wahnsinnig viele Derivate, viele Modelle, viele verschiedene Modelle. Es gibt ihn hier, also das gab ihn bislang immer als Beach. Jetzt heißt der Beach mit integrierten Schubladen hinten, Küche, kleine Dusche und so weiter. Also Ausziehplatte und Ausziehherd, Gasherd heißt er jetzt California, so wie alle so Campingmodelle von VW-Nutzfahrzeuge, als dieses California. Dann gibt es ihn noch als Kombi, dann gibt es ihn noch als ganz viele verschiedene Versionen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr vielfältiges Auto, das jedem Nutzer seinen eigenen Alltagsbegleiter so da an seine Seite stellt. Und das hat ihn schon immer ausgemacht und das finde ich auch echt gut. Ja, wir sehen hier an der Seite die Move-Beklebung hier. Move ist natürlich jetzt schon etwas ein wieder älteres Auto, wenn man es jetzt in dieser Zeit sagt, weil klar, es wurde zum Marktstart präsentiert, diese Ausstattungsvariante. Deswegen wollen wir jetzt nicht wahnsinnig darauf eingehen. Ich sage das dann auch immer wieder dazu, was dann beim Move nochmal serienmäßig ist oder was man dazu buchen kann. Und ein Paket, wenn wir jetzt auch dabei schon sind, bevor wir die seitlichen Schiebetüren öffnen, ist dieses Plus-Paket. Das kann man dann noch bestellen, wenn man den Move noch bestellt. Da hat man dann alle möglichen Assistenzsysteme drin, da hat man auch andere Dekore hier drin im Interieur, die die Umrandung, die Einfassung des Navigationssystems, also des Multimediasystems und des digitalen Cockpits widerspiegeln. Man hat zum Beispiel eine Rückfahrkamera drin, man hat auch weitere Applikationen, also das Paket, das kostet 1.300, 1.400 Euro nochmal Aufpreis. All diese Ausstattungen, die da drunter sind, zusammengefasst, die kosten natürlich deutlich weniger, als wenn man sie einzeln bestellen würde in einem Live oder in einem Style. Wobei in Style sind sie dann auch wieder viel mehr serienmäßig nochmal integriert. Das muss man eben dann immer gucken. Aber ich habe mal ausgerechnet, oder wir haben mal ausgerechnet, diese ganzen Optionen, die da einzeln sind, die 1.300, 1.400 Euro kosten, würden fast das Doppelte kosten, hätte man die dann oder würde man die dann einzeln konfigurieren. Deswegen kann sich sowas schon lohnen, wenn man diese denn auch nutzt und auch haben will. So, seitliche Schiebetüren auch mit diesmal Soft Close, die ziehen sich automatisch ran. Das ist schon echter Luxus hier im Caddy. Das hat man bislang auch nicht gehabt. Das kennt man eigentlich immer nur, wenn man bei Volkswagen jetzt mal bleibt, so von Phaeton oder ja, Passat hat es auch und Touareg hat es vor allem. Aber ein Caddy, das war wirklich, das ist echt was Besonderes. Ja, genau. Ich kann mich auch noch erinnern bei der Fahrveranstaltung, da hat dann Volkswagen Nutzfahrzeuge auch gesagt, für die Kiddies machen wir auch noch solche Tabletts hier hin, solche Flugzeugtabletts. Und vor allem gab es auch noch ein Mikrofon. Jeder, der es nicht hinkriegt, und ich vor allem, ich saß hier schon richtig, richtig lange, muss man den Hebel da unten ziehen, damit es dann auch hochgeht. Ja, genau, jetzt weiß man Bescheid. Gab es dann auch hinten ein Mikrofon, sodass man, dass es immer aktiv war. Das hat Volkswagen mal eine Zeit lang gehabt, aber irgendwann hat es einfach nur noch genervt, dass das Mikrofon hier hinten die Stimmen aufgenommen hat und vorn in die vordere Lautsprecher projiziert hat und andersrum, dass der Fahrer auch ein Mikrofon hatte und in die hinteren Lautsprecher es projiziert hat. Man konnte es einstellen dann damals. Das war natürlich dem geschuldet, dass es hier im Innenraum relativ laut war. Und wir wollen auch gucken, ob das besser geworden ist im Caddy, weil es ist ja schon ein großes Volumen. Gerade wenn man auf längeren Strecken unterwegs ist, möchte man es ja schon ruhig haben, obwohl es ein Nutzfahrzeug ist. Ich habe schon angesprochen, die Dämmung des Motors, des Dieselmotors vorne, die wird natürlich nicht so gut sein wie im Golf, klar.
wird man einiges weggelassen haben. Aber ob die Abrollgeräusche auch bei Geschwindigkeiten so jenseits der 184 km/h fährt er hier laut Datenblatt. Mal gucken, das gucken wir auf jeden Fall mal an, wie da das Geräuschniveau ist. Ja genau, die Tabletts hier hinten, die fanden die schon damals ein bisschen blöd, weil wenn man was macht, finde ich, sollte man es richtig machen. Taschen oben hier rein, finde ich gut, aber ein Tablett, was willst du denn hier machen? Du kannst nicht mal was malen, das wackelt dir alles. Selbst als Kind werden dann die Zeichnungen noch krakeliger, als sie sonst wahrscheinlich schon werden. Nein, natürlich nicht. Kinder sind ja wahre Künstler. Aber trotzdem, es ist nicht optimal. Also vielleicht, um, keine Ahnung, was man damit macht, einen Becher reinzustellen, dann geht's. Aber ja, man kann darauf verzichten. Ja, hier, man sitzt gut. Auch hier hinten sind es schöne Sitze mit einem schönen Dekor, robust als auch schön anzufassen. Das macht Volkswagen-Nutzfahrzeuge immer gut mit blauen Nähten. Das ist auch in dieser Move-Ausführung drin. Diese blauen Nähte, die sehen wir vorne am vorderen Sitz auch noch. Man kann hier alles komplett flexibel umklappen und dann hat man auch ein großes Ladeabteil hier hinten, wenn man hier alles umklappt. Und vor allem, wenn man die Sitze auch noch rausnimmt, hat man hier schon an die 2800 Liter, die man hier hinten unterbringen kann. Das ist echt gut. Die Sitze lassen sich auch in dieser Stufe nochmal einstellen, dass sie genau senkrecht stehen, dass man hinten noch ein bisschen größeres Ladeabteil hat und man kann sie auch wieder so hinstellen und man kann sie auch wieder rollen und ihn gibt es natürlich auch wieder als Siebensitzer. Also all diese Variabilität, die ist bei diesem Auto natürlich gegeben. Das ist sehr, sehr gut. Jeder kann eben das nehmen, was er möchte. So, jetzt wird es aber ganz schön stürmisch hier. Jetzt gehen wir auch mal hinten ans Heck. Da haben wir, finde ich, den größten Fortschritt gemacht, wenn wir vom Design sprechen. Wir haben hier nicht nur die Dachreling, die noch mal ein bisschen höher, noch mal ein bisschen cooler macht, sondern wir haben hier diese LED-Rückleuchten, die übrigens auch in dem Move Plus-Paket drin sind, dass sie in LED-Ausführung sind. Sonst gehen sie immer nur bis dahin. Wenn man den Basis-Caddy hat, dann hat man hier ganz normale Glühbirnen noch drin und dann gehen sie auch nur in diese Höhe und diese LED-Leuchten, die erstrecken sich dann bis hier ganz nach oben. Sehen gut aus, sehen schön eingefasst aus, machen das Auto auch schön breit und natürlich auch ein bisschen hoch. Von der Optik ist es dann eben so ein zwischen breit und hoch, aber es sieht trotzdem gut aus. Dann diese schöne schwarze Glasscheibe, Privacy Glass. Auch das ist serienmäßig im Caddy Move drin. Diese Privacy-Verglasung auch in der Seite, damit man nicht reingucken kann. Und dann haben wir hier eine sauber getrennte Scheibe von diesem, also das Greenhouse, getrennt von dem Body hier unten mit einem prägnanten Caddy-Schriftzug. Das sieht schon sehr, sehr schick aus, muss ich sagen. Also mir gefällt das auf jeden Fall. Und dann hat man hier ganz typisch die Heckklappe, die nicht automatisch öffnet, sondern eben mit Gasdruck, Stoßdämpfern, aber das passt. Das ist wirklich gut. Ja, und hier hinten, da kann man sich's gut gehen lassen, wenn man vor allem auch noch die längere Variante nimmt. Dann hat man hier noch ein bisschen mehr Platz. Auch gerade wichtig für den Caddy California, damit man hier noch ein bisschen seinen Freiraum ausbauen kann und mit dem Ding wirklich campen gehen kann. Hat man hier noch einen Herd schön und vielleicht noch einen Wassertank und so weiter. Noch eine Standheizung schön drin. Und dann passt es. Dann kann man hier auch ordentlich campen, vor allem mit dem Zelt. Dann gibt es ja hier noch so eine Vorbereitung für den California. Den müssen wir uns unbedingt auch nochmal holen, damit wir das alles zeigen können. Gibt es noch eine Vorbereitung, wo man das Zelt ganz schnell anklipsen kann und dann nochmal aufbauen kann, dass alles sehr, sehr schnell und sehr, sehr zügig hier geht, damit man auch schnell einpacken kann, vor allem wieder, wenn man dann unterwegs sein möchte von Neuem. Ja, genau. Ansonsten haben wir hier hinten drin eine relativ niedrige Ladekante. Auch das hat den Caddy immer ausgezeichnet, dass man da schön beladen kann, ohne wahnsinnig viel hier hochhieven zu müssen. Wenn ich mich jetzt mal hier hinstelle, das ist unter kniehoch, zumindest diese Kante hier. Das ist wirklich gut. Hier hat er keine Vorbereitung für 7 Sitze. Das braucht man in diesem Fall aber auch nicht. Eine schöne Gepäckraumtrennung hier als Netz, die auch einfach zu entfernen ist. Wenn ich das mal ganz schnell mache, kennen wir aber auch schon, das ist jetzt auch nichts wahnsinnig Neues. Genau, kann ich hier rausnehmen so und dann einfach da hinlegen und dann hat man hier ein bisschen mehr Freiraum. Ja genau, also auch das geht alles sehr einfach. Hier haben wir eine Rückfahrkamera noch drin, auch das ist Bestandteil dieses Plus-Paketes. Ja genau, das ist der Caddy von außen zumindest. Jetzt schauen wir noch mal ins Interieur, hinten saßen wir ja schon. Und vorne ist auch noch einmal einiges passiert, denn da hat er einige Systeme und einige Elektronikkomponenten, das Golf zum Beispiel, bekommen.
Ja, das ist das immer das Geräusch bei Volkswagen, wenn man dreht. Das nervt immer ein bisschen. Aber jetzt mache ich die Zündung nur wieder an. Genau, aber man sitzt hier wirklich gut. Man hat hier eine enorme Kopffreiheit. Und was jetzt vor allem sehr auffällt, ist dieses Glas-Panoramadach. Das gibt es erstmals im Caddy. Das bringt wahnsinnig viel Licht und wahnsinnig viel Raum auch nochmal, weil die Deckenhöhe damit steigt. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Man kann aber kein Rollo davor ziehen. Es ist zwar UV-Schutz, also geschützt und hat die höchste Klasse, aber ich bin trotzdem gespannt im Sommer die Wärmeentwicklung hier, wenn die Sonne drauf knallt, ob das nicht doch sehr, sehr warm wird hier im Innenraum. Aber man wird es mit Sicherheit erprobt haben und es für gut befunden haben. Auf jeden Fall bringt das auf jeden Fall viel. Für alle anderen Caddy-Ausstattungsvarianten, die nicht Move sind und nicht Style sind, ist das Dach optional und kostet natürlich wahrscheinlich ein Tausender oder etwas über 1000 Euro. Ja, dann haben wir hier auch die ganz normalen Touch-Knöpfe fürs Licht hier oben. Man braucht nur die Hand dahin heben, das kennen wir aus dem Golf. Und dann geht das Licht an, wie von Geisterhand. Man muss mich nicht mehr drücken. Es ist noch nicht mal Touch, sondern es ist einfach nur Näherungssensorik, genauso wie hier das Vision am Multimeter-System. Das haben wir hier auch aus dem Golf bekommen. Das sieht man jetzt. Das ist diese große, große Spange, die wir auch im Golf haben. Auch das virtuelle Cockpit hier in der Mitte. Das ist alles sehr großzügig, alles sehr digital. Auch diese Einheiten hier, die Klimaeinheit, die ist verschwunden. Die ist jetzt integriert in das System hier. Das ist nun mal sehr gewöhnungsbedürftig und das ist auch einer der großen Kritikpunkte beim Golf. Aber hier funktioniert es zumindest. Und man kann sich hier dann damit schon recht gut arrangieren nach einer Eingewöhnungsdauer von ein paar Wochen. Dann passt auch das. Es ist zumindest alles aufgehoben in diesem System und spricht so diesen digitalen Charakter an. Was wir aber im Golf nicht haben, ist diese Ablagestruktur hier hinten nochmal. Das ist nochmal eine ganz andere Armaturenbrettarchitektur, dass man dahinter auch nochmal schnell Sachen schieben kann. Wer kennt es nicht? Auch gerade für die Kombi-Varianten des Caddy oder für die Varianten, die man wirklich zum Arbeitseinsatz braucht. Man hat ein paar Ordner, ein paar Blätter und muss sie einfach mal schnell da ablegen und dann losfahren. Und dann während der Fahrt oder wenn man natürlich dann im Stau steht oder an der Ampel, dass man dann nochmal hier hinten ganz schnell greifen kann. Man hat hier auch in den verschiedenen Versionen des Caddy hier oben auch die Möglichkeit, das haben wir jetzt hier nicht im Move, aber hier oben nochmal die Möglichkeit von Ablagestrukturen, sodass man hier noch ein paar Sachen reinstellen kann, reinlegen kann. Aber das braucht man in dem nicht. Wir haben große, große Ablagefächer immer in den ganzen und den Papierkorb vor allem von Skoda übernommen. Nutzfahrzeuge hat sich hier an Skoda nochmal rangemacht und hat den Papierkorb, den kleinen Mülleimer nochmal stibitzt. Das ist sehr clever gemacht und hier in der Mittelkonsole ist natürlich alles Kunststoff, alles Hartplastik. Klar, ist ein Arbeitsauto. Wir haben auch die Ladestation oder Ladeschale hier mit einer Klappe. Fühlt sich jetzt nicht unglaublich unfassbar hochwertig an, aber wir sind ja auch hier in einem anderen preislichen Segment. Da passt es dann schon. Die Ladeschale macht aber immer noch ein paar Probleme, wenn man das Handy da laden möchte. Nicht immer funktioniert das so einwandfrei. Das war zum Beispiel im Audi S3, obwohl der ja auch auf MQB-Architektur basiert, war das anders. Da hat die iPhone-Funktion, also die Ladefunktion, getan. Ja, und natürlich haben wir hier auch, wenn wir kein Schaltgetriebe haben, sondern das DSG-Getriebe, 7-Gang, diesen kleinen Hebel hier, der ist nicht sonderlich schön gemacht. Im Golf, klar, ist er schöner. Hier ist einfach nur ein Kunststoffhebel. Aber zumindest ist auch hier das Shift by Wire. Ja, und ansonsten haben wir hier das Multifunktionslenkrad. Das kennen wir schon aus T-Cross, das kennen wir aus anderen, aus Passat, aus all den Versionen, die keine hochkrasse Versionen sind, die dann natürlich das Touch-Lenkrad bekommen, was ich ja gar nicht mag. Ich finde das ja viel, viel besser mit echten Knöpfen. Haben wir dieses Lenkrad hier auch bekommen. Und insgesamt ist das natürlich ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung für Volkswagen-Nutzfahrzeuge, dieser Caddy. Jetzt muss er nur noch überzeugen beim Fahren, wie er fährt. Nicht so arg in Kurven, da erwarte ich gar nicht so viel. Aber vor allem auf der Langstrecke für Familien, die unterwegs sind, für Vertreter, die unterwegs sind, für Betriebe, die unterwegs sind. Da schauen wir mal, wie schnell er fährt, wie zackig er ist, wie dynamisch er ist und vor allem, wie ruhig er ist. Nicht nur fahrdynamisch, sondern auch ruhig von der Akustik im Interieur. Und das sehen Sie jetzt. Ja, so ein ganz bisschen wie in einem Crafter fühlt man sich hier. Es ist eine relativ große Freiheit hier rund um den Kopf. Das ist schön, das ist angenehm. Es ist ein großer Raum, der natürlich aber auch angeregt werden kann vom Chassis, vom Fahrwerk, dass er schön schwingt und es dient als Resonanzkörper dann, wenn das hier nicht ganz steif ist
Und dann wird es umso lauter. Und deswegen stehe ich jetzt mal hier kurz vor einem kurzen Abschnitt von Kopfsteinpflaster. Da werden wir gleich mal gucken, wie laut es hier drin wirklich wird. Und dann gleich fahren wir oder gleich danach fahren wir auf die Autobahn. Ja, nochmal das Cockpit. Das sieht man jetzt von der Perspektive natürlich nochmal ganz anders hier mit der Ladeschale und dem Drive-by-Wire oder Shift-by-Wire-Hebel. Das ist schon echt gut. Man fühlt sich auf jeden Fall wohl hier. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das ist schon relativ ruhig. Ruhiger, als ich gedacht habe. Wir haben ja hier, das habe ich ja schon angedeutet, auch ein anderes Fahrwerk als in den zivilen MQB-Versionen. Wenn wir jetzt mal direkt an seinen direkten Bruder denken, Plattformspender Golf 8, da haben wir ja schon einen deutlichen Unterschied dazu, auch in den Komponenten, die wir hier haben. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von diesem Raum und für diese einfache Konstruktion der Querlenker vorne und der ganzen Fahrwerksaufhängung ist das wirklich eine entspannte Sache. Und auch hier die, ja, die Federung, das ist alles sehr fest und man taucht hier trotzdem oder die Nase taucht hier trotzdem relativ wenig ein und man bekommt auch hier wieder relativ viel Rückmeldung. Ja, also das geht schon klar. Man fährt ja auch nicht jeden Tag über Kopfsteinpflaster. Aber das war im Vorgänger-Caddy deutlich lauter, muss ich sagen. Wobei nicht deutlich, aber es war auf jeden Fall lauter als im Vorgänger-Caddy. Das auf jeden Fall. Ja, ansonsten, es gibt natürlich hier keine Sportmodi oder Eco-Modi oder ja, Komfort-Modi, wie man es ja vom Golf auch kennt oder von anderen Versionen. Hier gibt es einen Fahrmodus. Er kuppelt auch beim Rollen an eine Kreuzung oder an irgendwas oder allgemein beim Segeln kuppelt er auch aus. Meistens zumindest, wenn er nicht gerade die Batterie wieder laden muss. Das ist immer so ein Absehen von der Bordelektronik, aber ansonsten ist das ein sehr angenehmes Fahren. Klar, der Lenkwiderstand auch hier wieder, das hat bei mir irgendwie nichts mit sportlichen Fahrzeugen oder so zu tun. Trotzdem ist mir der Lenkwiderstand auch hier wieder ein ganz bisschen zu wenig. Ich kann schon die Lenkung mit meinem Zeigefinger hier bewegen und wenn das schon so weit gekommen ist, dass man so leicht hier, ist es natürlich schön zum Rangieren und zum Wenden und ja, das ist klar, das ist schön und viele Leute mögen das. Aber mir wäre es tatsächlich jetzt wirklich für den Alltag ja, irgendwie ein bisschen zu wenig. Aber vielleicht gewöhne ich mich auch dran. Das kann sein, dass ich da auch ein bisschen zu strikt bin. So, man hat auch, wie man hier sieht, Schaltpedals hinterm Lenkrad. Das hat Volkswagen-Nutzfahrzeuge auch mitbekommen von der Serie. Das ist ja genau das gleiche Lenkrad und auch die Schaltpedals. Die wurden übernommen, sodass man auch noch mal separat in den ersten, zweiten, dritten Gang schalten kann. Gerade bei beim Rangieren oder bei gerölligen Wegen oder auch bei Bergabfahrten, wenn man viel bergab fährt oder viel Berge fährt, dass man da auch mit der Motorbremse arbeiten kann. Genau, denn hier an dem Wählhebel kann man ja da nichts mehr schalten oder wählen. Genau. Die Dynamik und die ganze Agilität des Fahrzeugs, die ist natürlich klar auch mit dem Glasdach, das hat einen hohen Schwerpunkt. Je höher das Dach und je schwerer natürlich da oben dann nochmal Komponenten verbaut sind und Glas ist nun mal, dieses Verbundglas ist nun mal schwer, desto schwankender wird natürlich die ganze Karosserie und das nimmt natürlich Agilität von dem Fahrzeug weg. Nun ist es ja bei dem Auto nicht so schlimm, das ist ja kein Kurvenräuber, aber trotzdem soll man ja auch angenehm hier durch diese Kurven fahren können. Und das tut man auch, er fährt hier sehr, sehr leichtfüßig durch die Kurven und er fährt auch sowieso sehr leichtfüßig, fährt sehr leichtfüßig an, hat keine Anfahrschwäche, hat aber auch kein Ruckeln im DSG, was man immer so ein bisschen im Doppelkupplungsgetriebe hatte. Diese Ruckelei, dass der Anfangsruckler da war, das hat man auch nicht mehr. Das wurde sehr, sehr schön kaschiert. Und jetzt hat man gemerkt, jetzt hat es den Vorderwagen und dann auch
die hintere Achse über diese Bodenwelle, die kurz vor der Kurve lag, ein bisschen versetzt. Das war eine Sache, ja, die hätte man bei einem Golf nicht gehabt. Es wäre dann nicht so springen gewesen. Das Fahrwerk springt dann schon sehr ein. Das erwarte ich von einem Nutzfahrzeug tatsächlich, dass man da eben dieses Fahrwerk nicht nimmt, was man auch für einen Golf nimmt. Dann würde das Auto auch tatsächlich zu gut werden. Und vor allem, man hätte aber auch ganz andere Nutzlasten und ganz andere Achslasten. Das, was man hier beim Caddy hat, ist natürlich viel gröber. Was hier auch ist, er filtert die Querdynamikkräfte beim Rausfahren in Kurven, filtert er schön ab durch die Lenkung, all das, was man ja nicht haben möchte bei so einem Auto, was man bei einem GTI oder R vielleicht mehr haben möchte, diese Rückmeldung, die möchte man natürlich bei einem Caddy nicht unbedingt haben. Und deswegen ist das schön entkoppelt, die Lenkung gibt so viel Rückmeldung, wie man eben braucht, das, was man ja auch gerade gesehen hat. Oh, kurz vor der Kurve Bodenwelle, okay, die Karosserie, ja. Aber die Wankneigung und das Ganze, das wurde hier durchs Fahrwerk ganz schön kaschiert. Das sieht man auch hier, wenn ich ein bisschen flotter durchgehe, das ist schon ganz in Ordnung. Und jetzt beschleunige ich mal aus der Kurve heraus. Das ist wie im Rennen aus der Kurve heraus beschleunigen. Mal gucken, wie gut er hochdreht. Jetzt sind wir schon auf 130, er schiebt gut an. Die 320 Newtonmeter, die gehen gut durch. Da kann man jetzt relativ zügig auf 150 sein, das sind wir jetzt genau. Und es wird natürlich lauter. Das ist natürlich auch eine fahrende Scheunenwand, ein fahrendes Scheunentor. Aber auch bei 170 jetzt bin ich jetzt überrascht, dass es noch relativ angenehm ist, sich zu unterhalten. Man kann auch nach da hinten noch sprechen. 180, genau, das ist hier 100. Jetzt bremse ich mal ein bisschen knackiger runter. Auch das ist gar kein Problem, das kann man sehr, sehr gut realisieren. Das ist wirklich eine stabile Sache, das ist ja vor allem wichtig bei diesem Auto. Und die Geräuschkulisse ist auch niedriger als erwartet. Das finde ich sehr angenehm zu fahren. Ja, wir haben hier auch natürlich das jetzt noch zum Schluss, diese ganze Assistenz- und Komfortsystem Armada wie im Golf 8 auch. Spurhalteassistent, also Lane Assist hier, wie er bei Volkswagen heißt, den kann ich auch ausschalten. Der hält einen dann auch gut in der Spur. ACC, alles, was wir auch beim Golf 8, ich habe das Video unten nochmal verlinkt, noch auch ausprobiert haben, hat dieses Auto auch. Es ist genau die gleiche Technik und gleiche Bedienung. Auch hier mit der Klimasteuerung zum Beispiel kann ich hier ausmachen und auch spezielle, über Smart Climate, spezielle Klimasteuerungen wählen. Das passt alles. Das ist auch hier, wenn das System ja funktioniert. Manchmal hat es ja immer noch leider ein paar Aussetzer. Vorhin ging auch die Rückfahrkamera nicht und solche Sachen. Manchmal ist es halt eben noch so, aber das wird ja mit dem Software-Update gefixt oder wurde auch schon in vielen Autos. Wenn das denn funktioniert, dann ist es ein gutes System, mit dem man auch zurechtkommt. Klar, ich wünsche mir immer eine separate Klimabedieneinheit hier darunter. Das ist mein persönlicher Wunsch, aber ansonsten muss ich sagen, ist das ein ordentlich gelungenes Gesamtpaket, dass man hier in diesem Caddy, dass man hier mit rund, jetzt standen wir natürlich viel und haben viel beschleunigt in dem Auto, aber wir sind das Auto zwischen 6 und 7 Liter gefahren, das ohne Mild Hybrid, das mit ganz konventioneller Technologie und einer Aerodynamik, die nochmal verfeinert wurde an der Karosserie, da so runterzukommen, auch mit dem Auskuppeln im Segel und so, das hilft ja alles sehr, sehr gut, sodass man hier das Auto im Alltag gut und effizient bewegen kann und sich auch noch auf der langen Strecke echt wohlfühlt. Ja, der VW Caddy übrigens da hinten, da sieht man dann tatsächlich, er hat eine ganz andere Achsdimension und Achsarchitektur hinten und Aufhängung. Daher kommt natürlich auch diese veränderte Fahrdynamik. Er hat eine wirklich überhaupt nicht so komplexe Konstruktion da hinten. Aber klar, es ist noch ein Nutzfahrzeug und
auch andere Fahrzeuge, zum Beispiel Amarok und so weiter, wegen Belastbarkeit, Robustheit, kommen noch mit Blattfedern daher. Und das ist auch gar kein Problem. Das muss man nur im Hinterkopf wissen, dass das Auto eben auf Autobahnen in höheren Geschwindigkeiten, auch bei Bodenwellen, anders reagiert als ein Golf, obwohl es auf derselben Plattform basiert. Ja, wir haben hier den Caddy. Er sieht nicht nur gut aus, finde ich. Er kann auch eine Menge. Er hat ein wunderschönes Interieur, nicht nur groß und großzügig und lichtdurchflutet und hell und das Ganze, sondern man hat auch wirklich Platz und man fühlt sich wohl an Bord und alles funktioniert wirklich sehr, sehr einfach und ist sehr, sehr praktikabel und praktisch. Ja, auch mit den Assistenzsystemen, da haben wir natürlich ein riesen Update bekommen, gerade in so einem Auto, so viele gut funktionierende Assistenzsysteme und Bedienmöglichkeiten. Und auch wirklich schöne Grafiken, alles gut anzusehen und auch hier vorne im Cockpit praktisch einzusteigen. Das passt alles, finde ich, zu diesem Auto. Ich bin echt begeistert, auch wenn es natürlich keine wunderschöne Augenweide ist. Wenn man es anguckt, sieht es natürlich ein bisschen, ja, für das Auto proportioniert, aber für ein normales Auto nicht so schön proportioniert aus. Das ist auch ganz klar. Aber von dieser Schuhkarton Form so einen schönen Ableger zu machen, finde ich, da gehört ganz schön viel Design-Know-how dazu und auch Entwicklungs-Know-how, das dann mit solchen Farben anzureichen und doch so eine schöne Front hinzubekommen, das finde ich wirklich gut. Ja, sollten Sie es bis hierhin geschafft haben, dann danke ich Ihnen sehr fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren und auch die Glocke zu betätigen. Auch bitte schreiben Sie uns, wenn Ihnen was gefallen hat, wenn Ihnen das Auto gefallen hat, wenn Sie sich einen bestellt haben, wenn Sie schon einen fahren. Das Auto ist ja schon ein bisschen länger hier am Markt. Dann würden wir das sehr gerne wissen, mit Ihnen in Kontakt bleiben. Schreiben Sie gerne auch an redaktion@automativ.de. Wir sehen alles und wir lesen alles und beantworten auch fast alles. Deswegen zögern Sie dahingehend nicht. Ja, genau. Und dann, wenn Sie das alles gemacht haben für uns, was uns ja sehr freut, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder.